So, vielleicht kann ich jetzt ja doch mal wieder... Ah. Es war ein schöner Freitagnachmittag. Frikadella war wie jeden Tag im Badezimmer und knöterte am Klo herum. Nur diesmal saß sie nicht mit dem Popo auf der Brille, sondern hing mit dem Gesicht über der Schüssel und klopfte ganz eifrig. Ja, was klopfte sie denn da? Schön, ich mag die Musik. Ist übrigens, glaube ich, aus... Habe ich die aus Minecraft? Aus der Minecraft-Playlist übernommen? Ich weiß es gar nicht mehr. In einer Stunde fährt die Fahrgemeinschaft. Der Spaß nimmt nur ganz bisschen ab. Ah! To beam. Ach, was hast du denn? Och, Frikadella. Och, Mensch. Oh, ich meine, wie kann man denn, wenn man gegens Klo lehnt? Ich meine, ich verstehe ja, wenn man sich mit dem Hintern draufsetzt und hier... Wobei, so wie das Klo jetzt aussieht, müsste man mit dem Hintern überall drauf gesessen haben oder so lang gescheuert oder geschubbert haben. Aber wie kann man das denn mit dem Gesicht schaffen, Frikadella? Mann, das ist mir jetzt echt... Also ich, ja. Das sieht ja aus wie so eine öffentliche Bahnhofstoilette. Da hilft nur der Generalbergfrühling. Oder die WC-Ente. Wahrscheinlich kotzt die WC-Ente selber, wenn sie das hier sieht. Boah, ist das ekelhaft. So, ich muss da mal weg. Und einige Lieder... Ach doch! Ah! Okay. Die Fahrgemeinschaft für Tränenmond fährt in einer Stunde, das heißt, die ist immer noch so ein bisschen spaßig, nicht ausgelastet, ne? Die macht bestimmt wieder Hausaufgaben hier. Nee, die steht rum. Wieso steht denn die rum? Okay, Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Ach, jetzt fängt sie an mit Hausaufgaben machen. Oh, die Arme, die ist so... Ich bin immer so leid. Aber naja, gut, das ist Tränenmond, die darf ja auch keinen Spaß haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Und so... Frikadella-Schlömpel hat Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und total das Klo zugeschissen. Ach, wunderbar. Ja, den Grundlagen des Gebiets Geschicklichkeit. Frikadella, Geschicklichkeit Level 3. Das ist ja zauberhaft. Und sie möchte gerne die Fähigkeit Gitarre lernen. Lass das mal den Kuni machen. Ach, guck mal. Ja, Hallöchen. Nee, ich gehe hier nur vorbei. Es ist so ein sonniger Tag. Da möchte ich die Welt unterwerfen. Die Welt. Oder einfach in ein Taxi steigen. Wusste ich gar nicht, dass Adolf Taxi fährt. Da ist übrigens hier, ne, damit, die haben wir noch nicht gesehen in der letzten Folge. Das hier ist übrigens, in der vorletzten inzwischen, das hier ist Dörte Newkim. Das ist die Schwester von Norbert. Wollte ich nur mal so sagen, wer die Mutter ist oder wer die diversen Mütter sind, das weiß man bei Duke ja nicht so genau. Ja, das weiß man nicht so genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. So, dann macht ihr mal Hausaufgaben. Macht ihr zusammen Hausaufgaben? Der macht gar nicht. Der macht nicht Hausaufgaben. Was liest denn der da? G-Pod liest der. Der soll nicht lesen. Der soll hier ein Objekt kaufen. Wasserrutsche? Ich glaube nicht. Fähigkeit, Geschicklichkeit lernen auch nicht. Der soll hier mal brav Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen mit. Huch. Nochmal. Hausaufgaben machen mit. Oder warte, geht das auch so? Beginnen, Tränenmond anzuschnauzen, ist nicht das gleiche wie Hausaufgaben machen. Freundlich. Nein. Okay, also Hausaufgaben machen mit Tränenmond. Leg das Buch weg. Das ist nichts für Schüler. Grunk. Was? Ich war's nicht. Ich hab nichts gesagt. Lass mich aus dem Spiel. With. Wow. Ich rufe die Geister! Hast du jetzt deine Hausaufgaben schon fertig oder? Hä? So! Also, du Lusche, ich komm nochmal zu dir! Ach, und Alma! Ich finde das immer toll, wie Alma mit dem Fahrrad fährt. Ich will das nochmal ganz kurz sehen. So, das war Alma und, ach, Tränenmond ist jetzt schon zur Arbeit. Ach, Mensch. Und der Friedel. Wollen wir Tränenmond nicht eigentlich mal...
Ich überlege gerade, die verliert doch bestimmt Spaß auf... Die hat Spaß auf der Arbeit. Die verliert keinen Spaß, die hat da Spaß auf der Arbeit? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Normaler Betrieb. Es ruhiger angehen lassen. Nee, mach mal normalen Betrieb und Fridolin macht Handbetrieb. Nee, ich weiß gar nicht, was der jetzt machen kann eigentlich nach dem... Der braucht ein bisschen Spaß. Da läuft ein dicker Mann. Das hat beides miteinander nichts zu tun. Wen haben wir denn da? Ach, Touristin. Ach so, ich dachte schon wieder. Wer ist denn das? Die Hyänen. Na Mensch. Fridolin und Hyänen. Da kann er doch gleich mal Achstar begrüßen. Ah, Fridolin ist doch zu jung. Der kann gar nichts machen. Ja, außerdem muss er eh Hausaufgaben machen. Dann gucken wir mal. Komm, wir beobachten mal Hyänen, was die Gute so macht. Hallo Hyänen. Huhu. Na du? Sib, sib. Was macht sie denn? Ich glaube, die Spanne hat im Park. Sib, web. Who's that? Margo, kawasem, miesem. Was ist das? That's marvel. Ach, gucke mal, da kommt der Frio angerannt und jetzt mal gucken, ob die beiden sich verstehen. Kase. Hallo, hallo, Hyänen, hallo. Luschka. Tut mir leid, wenn du nichts Beeindruckendes zu erzählen hast, bin ich nicht interessiert. Oh, Hyänen ist nicht interessiert. Versuchen, es da zu beeindrucken, geht ja auch nicht. Fridolin ist nämlich zu jung, um zu versuchen, eins da zu beeindrucken. Ach, der arme Fridolin. Hüpfekästchen spielen. Ich weiß ja nicht. Pass mal auf, Fridolin. Du düst mal nach Hause. Du wirst Folgendes tun. Du legst dich jetzt um 16 Uhr ins Bett und dann werden wir mal probieren, ob das funktioniert mit dem Hacken. Also jetzt hier nicht Hecken schneiden, sondern hier Computer und Pipapo und sowas. Huch, hallo, Grafik, komm hinterher. Ich folge ja gerade mit dem Spionagesatelliten, dem Auto. So, okay, wir müssen uns hier ganz bedeckt halten. Huch. Da lag ein Samen. Ach ja, wir wollten ja noch Samen sammeln. Wir wollen Gärten machen, was wir nicht alles machen wollen. Nein, der Fernseher. Ja, der ist leider kaputt. Du wirst nicht Computerspiele spielen, sondern, Fridolin, du wirst dich jetzt hinlegen und schlafen. Fridolin ging schlafen. Es war ein nicht sehr erfolgreicher Schlaf. Und er träumte von CDs, von Paragraphen, von Computern, von Mäusen. Und von Carbonara, von Entchen, von Filmrollen, von Gerichtsvollziehern. Der arme Fridolin. Oh, der kleine Junge. Na, Tränenmönd hat ihr Tagewerk vollbracht. Sie hat heute 174 Simoleons verdient. Die arme kleine Tränenmönd. Och, und sie kann... Ach, die kann ja jetzt auch gar nicht hier spielen, weil der Fernseher kaputt ist. Nein. Sollen wir sie dann... Die ist doch jetzt eh noch im Park. Also gegenüber vom Park. Das heißt, hier da, wo die Grafik gerade nachlädt. Nein. Das bringt dir leider nicht genug Spaß, wie zum Beispiel Videospiele spielen. Sei bitte weniger kreativ und spiel irgendeinen Kack. Wo ist denn hier die Konsole? Ach, die war ja genau davor. Genau so, hier. Oder können wir denn nicht einfach mitspielen machen? Wer zockt denn da gerade? Er hier, wer ist denn das? Benny Randale zockt. Also mitmachen. So. Aha. So. Huch, na, jetzt kriege ich das hin. Ah, ja. So, der Spaßbalken steigt auf jeden Fall. Und wir haben heitere Herrschaften hier herumsitzen übrigens. Ja, so. Fridolin, wie sieht's bei dir aus? Und Frikadella müsste ja langsam dann auch zu Hause sein.
Da, der Fridolin, er schläft noch immer und träumt von Sedes. Oh! Die Mühen von Frikadella und ihre gute Arbeit zahlen sich endlich aus. Sie erhält eine Gehaltserhöhung von 3 Simoleons in der Stunde. So, ihr geht's noch sogar noch ganz gut. Das kann sie ja mal ein bisschen reinigen. Mit ihrer Gangstermütze hier. Das sieht immer nicht aus wie eine Küchenhilfe, sondern als würde sie bei so einer Street Gang, yo. Naja, belassen wir es mal dabei. Anschließend kann sie die Wäsche waschen. Was wünscht sie sich denn? Ein Objekt kaufen, Spieluhr. Genau. Waschgang einstellen, normal, fein, aha, aha. Es war ein wunderschöner Abend im Haus der Schalümpels. Fridolin konnte langsam aufstehen, auch noch nicht. Ja, doch, er kann aufstehen und sich eine kleine Mahlzeit kredenzen. Zum Beispiel die Reste von die leckere Apfelpfannkuchen. Huch. Na, mal gucken, was wir da haben. Frido, aufwachen, Frido. Die Nachtschicht beginnt. Du tauchst bald ein in die Matrix. By day. Ach nee, das muss ich anders machen. By day, I go by the name of Fridolin. But at night, I become the hero of the internet. I become Freemaster 2000. Also Free mit IE natürlich wegen Fridolin. Gut, die Mama ist auch schon da. Free your mind. So, der kleine Neo für Arme, der muss sich dann hier mal gucken. Hacken, jetzt kann er hacken. Na, ich bin mal sehr gespannt, ob der Fridolin daraus einen Job machen kann. Ja, endlich hacken, juhu! So, Fridolin, dann zeig uns deine Mad-Hacking-Skills. Was macht... Ach so. www.pentagon.de. Aha, ja, hier. Guck mal hier. Hier logge ich mich mal ein mit Wampenschulz und dann hier mal gucken. Es ist zum Glück überhaupt nicht laut im Haushalt der Schlömpels, wollte ich nur mal sagen. So, hier habe ich eine Mitgliederliste. Ach, das ist das Impressum. Ja, vom Bundestag. Ja, ah, hier. Wampenschulz, Passwort geheim. Ja, sicher, sicher. IF-Config, nee, muss ich ja über einen Proxy gehen. Ja, ja, Moment, hier mal einstellen, okay. Oh, Error 500, so eine Kacke. Wieso kriege ich ja immer Error 500? So. Huch. Was? Fridolin Schlömpel hat seinen ersten erfolgreichen Versuch hinter sich, einen Computer zu hacken. Er wird sich immer an den Kick erinnern, als er die Firewall durchbrochen hat. Uiuiuiuiuiui. Und Frikadella ist befördert worden und hat Geld mit nach Hause gebracht. Frikadella hat unermüdlich geackert, eine Gehaltserhöhung bekommen. Da kommen bestimmt noch 30.000 Nachrichten. Und sie haut sich jetzt erstmal was rein? Reste von Apfelkuchen. Was ist mit Tränenmond? Ach, die hat den Spaßbalken voll. Oh. Oh, die habe ich ja gar nicht. Oh. Ja, die Tränenmond ist so unscheinbar, niemand beachtet sie. Oh, ist so gemein. Und jetzt Frikadella, die macht sich jetzt was zu essen, Energie. Danach kann sie eigentlich, naja, Spatz hat sie eh keinen. Ja, was macht ihr denn Spaß? Vielleicht die Fußnägel irgendwie poolen oder so? Da kann sie dann auch ihre Goldschätze rausgraben, aber ich glaube, da gibt es keine Option für bei Sims. Also schicken wir sie lieber mal ins Bett, oder? Ja, doch.